Ich habe einen Hund, so eine Mischung, so ein Doberweiler. Mäuschen heißt er. Und ich war unter anderem in Hamburg, Bekannte besuchen, und jetzt war ich auf diesen Hamburger Kitz. Kitz, auf dem Kitz. Auf der Repsabahn. Auf dem Kitz. Jetzt war ich mit Mäuschen auf dem Kitz spazieren. Ne? Geh so, plötzlich fängt es an zu regnen. Wir schnell in so einen Laden rein. Hier, Sodom und Angora. Ich denke, komm, komm, es ist ein Handarbeitsladen, stellen wir uns unter. So, wir da rein. Steh also da mit Mäuschen, plötzlich kommt so eine ganz komische Person angestöpselt. Ne? Hallo. Hallo. Ich bin Vivian. Ich sage, ich bin Steinbock. Ganz, ganz komische Person. Ganz, ganz komische Person. Möchtest du mich nicht auf ein Getränk einladen? Ich habe noch eine Capri-Sonne, die kannst du haben. Ganz, ganz komische Person. Sah eigentlich aus wie ein nettes Mädchen, hat aber einen Schnäuzer, ja? Gehen wir zu dir oder gehen wir zu mir? Ich sag, pass auf, du Handballtrainer, rasier dich erstmal und dann sprich einen anderen an. Da wurde es sauer. Da wurde es sauer. Ich bin eine Dame. Sag ich, ja, ja. Und die Beule in der Hose ist ein Asthma-Spray, ne? Ich sag, komm, sprich mal einen anderen an. Sprich mal einen anderen an. Da war was los. Ich mit Mäuschen weiter. Komm durch den Raum, hängt ein Typ an der Kette unter der Decke. Eine Billardkugel im Mund. Ja, die 8, leider verloren. Hing er da. Nix an. Nix an. Nix an. Nur untenrum so ein Leder-Freundschaftsmännchen. Hing er da. Bestraf mich. Ich sag, guck mal in den Spiegel, du Vogel, das ist wohl Strafe genug. Ja, hast du mal gesehen, wie du hier rumhängst, ja? Bestraf mich. Bestraf mich. Schütt mir heißen Wachs über den Rücken. Völlig durchgedreht. Ich sag, komm Mäuschen, wir gehen. Du kriegst 1000 Euro. Moment. Für 1000 Euro überfahre ich dich mal Mofa, ja? Aber ihr seht, das hat doch nichts, ich weiß auch nicht. Ich mit Mäuschen weiter, komme an so eine große Metalltür. Ich denke, ah, der Notausgang. Tür fällt ins Schloss. Ich stehe plötzlich in einem stockdunklen Raum. Ein Duckroom. Duckroom. Duck ist Englisch, heißt Licht aus. Ich stehe im Duckroom, stehe, du hast nichts gesehen. Es war schwarz. Schwarz. Einfach nur schwarz. Du hast die Hand vor Augen nicht gesehen. Und ich denke, warte mal ab, vielleicht entwickelt einer Fotos. Ja? Stehe also da, im Stockdunkel, müsst ihr euch vorstellen. Stockdunkel. Plötzlich höre ich direkt neben mir eine Stimme. Na? Hallo? Na? Hallo? Was suchst du? Ist ein Lichtschalter. Ganz steh da. Hey, ich bin nackt. Mäuschen wurde schon unruhig. Ich sag, ruhig, Mäuschen. Ruhig, ganz ruhig, Kurzer, ruhig. Ich denke, wart mal ab. Hey. Ich sag, bist du der Gleiche? Hey, wie gefällt dir das? Ich sag, was? Ich mache gerade deine Hose auf. Ich sag, ist nicht meine Hose, ist der Maulkorb von meinem Hund.